Die Entscheidung der FIFA-Ethikkommission zu Blatter und Platini überrascht und lässt einen auch letzten Endes ratlos zurück, weil nur eine sehr dünne Begründung gegeben wird. Es heißt, Korruption war es nicht. Das war eigentlich zu erwarten, dass das nicht nachzuweisen sein wird. Aber jetzt zu sagen, es war ein unlauteres Geschenk über 2 Millionen und es läge ein Interessenkonflikt vor, das ist schon eine etwas seltsame Begründung. Also es bleibt zu hoffen, dass da jetzt eine ausführliche Begründung mit Darlegung der Fakten noch nachgereicht wird. Es ist Blatters gutes Recht, bis zuletzt zu kämpfen. Das muss man jedem zugestehen. Und gerade da die Begründung bisher auch nur ausgesprochen schwach ist, muss es auch sein Recht sein, für ein rechtsstaatliches Verfahren und eine ausreichende Begründung zu kämpfen. Das kann aber die FIFA noch in Schwierigkeiten bringen, denn Blatter ist bislang der gewählte Präsident. Solange das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen oder er wirklich zurückgetreten ist, und bisher hat er den Rücktritt nur angekündigt, kann die FIFA keinen neuen Präsidenten wählen. Insofern steht unter Umständen der außerordentliche Kongress am 26. Februar in Frage. Die Erfolgsaussichten für eine Berufung seitens Herrn Blatter ist schwer einzuschätzen, solange man keine ausführliche Begründung hat. Das, was bisher als Begründung herhalten muss, würde eher erwarten lassen, dass es Blatter in zweiter Instanz oder dritter Instanz beim Court of Arbitration for Sport in Lausanne gelingt, die Sperre aufheben zu lassen.